Fontwork erstellen und bearbeiten. LibreOffice 7.0. Wie erstelle ich ein Fontwork-Objekt? Wählen Sie das Menü Einfügen – Fontwork. Die Dialogbox Fontwork-Galerie ist jetzt geöffnet. Wählen Sie ein Fontwork-Stil aus und klicken auf OK. Auswählen eines Fontwork-Objekts. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Fontwork-Objekt, um es auszuwählen. Das ausgewählte Fontwork-Objekt ist nun von 7 kleinen Quadraten, den sogenannten Ziehpunkten, umgeben. Diese ermöglichen eine Größenänderung des Fontwork-Objekts. Der graue Punkt erlaubt das Gleiten der Buchstaben kursiv und rekursiv. Den Text für das Fontwork-Objekt schreiben. Doppelklicken Sie auf das Fontwork-Objekt. Der vorhandene Text wird nochmals kleiner dargestellt und der Cursor blinkt. Sie können nun den Text ersetzen. Danach einfach außerhalb des Objekts klicken und der neue Text wird angezeigt. Verwendung der Symbolleiste Fontwork. So stellen Sie sicher, dass die Symbolleiste Fontwork sichtbar ist. Klicken Sie auf ein Fontwork-Objekt oder wählen Sie im Menü Ansicht Symbolleisten Fontwork. Verwendung der Symbolleiste Zeichnungsobjekteigenschaften. Wenn Sie in Weiter auf ein vorhandenes Fontwork-Objekt klicken, wird die Symbolleiste Formatierungen durch die Symbolleiste Zeichnungsobjekteigenschaften ersetzt, um weitere Fontwork-Optionen anzuzeigen. Linienoptionen. Sie können die Linienoptionen wie folgt auswählen. Rechts klicken Sie auf das Fontwork-Objekt für das Kontextmenü oder wählen Sie im Menü Ansicht Seitenleiste und wählen Sie dort Eigenschaften. Wählen Sie im Kontextmenü Linie. Es erscheint die Dialogbox Linie. Dort im Tab Linie können Sie die wesentlichen Einstellungen vornehmen. Füllmöglichkeiten für die Fläche der Buchstaben. Verwenden Sie in Draw die Seitenleiste Eigenschaften. Sie können dort die Füllung und die Transparenz vorgeben. Bei Fläche können Sie auswählen ohne Farbe, Farbverlauf, Schraffur, Bitmap-Bild und Muster. Mit diesen Optionen können Sie die Buchstaben des Fontwork-Objekts beliebig ausfüllen. Die Werkzeuge Linie und Fläche sind auch über die Symbolleiste Linie und Füllung zugänglich. Dazu wählen Sie im Menü Ansicht Symbolleisten Linie und Füllung. Fontwork-Objekt drehen. Klicken Sie auf das markierte Fontwork-Objekt ein zweites Mal, kein Doppelklick. Das Fontwork-Objekt ist nun von roten Punkten umgeben. Fassen Sie einen der vier roten Eckpunkte, um das Fontwork-Objekt in Drehrichtung zu ziehen. Standardmäßig wird das Bild um sein Zentrum gedreht, aber Sie können den Drehpunkt auch verschieben, indem Sie ihn in das gewünschte Rotationszentrum verschieben. Fontwork-Objekt in der Ebenenposition anordnen. Ermöglicht es Ihnen, Ihr Grafikobjekt so anzuordnen, dass Sie seine Ebenenposition relativ zu anderen Grafikobjekten oder Text bestimmen können. Fontwork-Objekt verankern. In Writer können Sie die Objektverankerung ändern, sodass die Fontwork-Objekte an der Seite, am Absatz, am Zeichen und als Zeichen verankern können. Fontwork-Objekte gruppieren. Ermöglicht Ihnen, die ausgewählten Objekte zu gruppieren, sodass Sie sie wie ein Objekt verwalten können. Dieses Symbol ist nur dann nicht ausgegraut, wenn die zu gruppierenden Objekte zuvor markiert wurden. Fontwork-Objekte Gruppierung aufheben.
ermöglicht es ihnen, die ausgewählten Objekte zu trennen, sodass sie sie wieder einzeln verwalten können. Verwendung des Menüs Format. Im Menü Format befinden sich ebenfalls einige Optionen wie Verankerung, Umlauf, Anordnung, Drehen oder Spiegeln und Gruppierung. Verwendung des Kontextmenüs. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Frontwork-Objekt klicken, um die meisten Optionen in einem Kontextmenü zu erhalten. Das Kontextmenü bietet, wie auch das Menüformat, den Eintrag Position und Größe in den Modulen Draw und Impress. Größe des Frontwork-Objekts verändern mit der Maus. Wenn Sie ein Frontwork-Objekt auswählen, sind 8 quadratische Ziehpunkte um das Objekt herum sichtbar. Klicken und ziehen Sie einen dieser Ziehpunkte außer dem grauen Punkt, um die Größe des Objekts zu ändern. Wenn Sie die Proportion des Objekts Verhältnis Höhe Breite beibehalten möchten, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie auf die Ziehpunkte klicken und ziehen. Größe des Frontwork-Objekts verändern per Menü. Sobald das Objekt ausgewählt ist, wählen Sie das Kontextmenü und Position und Größe in Weiter oder im Menü Format Objekt, Position und Größe in Impress. In der Dialogbox im Tab Position und Größe wählen Sie den Tab Position und Größe. Bei Bedarf setzen Sie ein Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten. Geben Sie die gewünschten Werte für die Breite und Höhe des Objekts ein. Bestätigen Sie mit OK. Frontwork-Objekt verschieben. Um das Objekt innerhalb Ihres Dokuments zu verschieben, markieren Sie das Frontwork-Objekt. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über den Text, um den Cursor so zu sehen. Klicken und ziehen Sie das Frontwork an die gewünschte Stelle und lassen Sie los.